Ein ganz anderes Thema. Mehr als 1000 Schulleiter an Grundschulen fehlen zurzeit in Deutschland. Es ist nun mal kein Job, um den sich unbedingt ganz viele reißen. Und das Thema Integration ist ein Thema, Problemschüler, Migrationshintergrund ist ein Thema, mangelnde Ausstattung, akuter Lehrermangel und. Zum Beispiel auch an einer Brennpunktschule in Berlin. Schulunterricht ist eine tägliche Herausforderung, sagt die Grundschulrektorin, die heute unser Gast ist. Mit welchen Schwierigkeiten und Problemen hat sie zu kämpfen und warum Schwierigkeiten auch Herausforderungen sind, das beantwortet uns jetzt Carina Jeniche. Sie ist Schulleiterin an der Christian-Morgenstern-Grundschule in Berlin-Spandau. Einen schönen guten Morgen, Frau Jeniche. Guten Morgen. Sie haben jeden Tag mit Schülern zu tun, die von zu Hause aus keine Unterstützung haben, kaum Vorbildung haben, oftmals ohne Frühstück in die Schule geschickt werden. Das ist Alltag, richtig? Das ist leider, dass man nicht sagen kann, das ist eine Seltenheit. Nein. Also bei uns ist das wirklich keine Seltenheit. Das ist eigentlich eher Standard. Damit können die Kollegen auch ganz gut umgehen, aber das macht die Sache nicht besser. Nee, es macht die Sache nicht besser, ganz im Gegenteil. Also Sie sprechen ja hier schon eigentlich eine Verantwortung an, die Eltern haben. Wie viel kann man das prozentuell sagen? Wie viel Verantwortung haben Eltern und wie viel Verantwortung hat Schule? Also man muss mal eindeutig sagen, die Kinder sind Kinder ihrer Eltern. Bei uns sind sie Schüler. Und die Hauptverantwortung haben schon die Eltern, sind ihre Kinder. Sie haben sie geboren und sie wollten sie auch haben. In aller Regel sind das ja Wunschkinder. Wir bedienen ja eigentlich nur, bedienen ist kein gutes Wort, aber wir sind für einen Teil der Entwicklung der Kinder zuständig. Dennoch bleiben es Kinder ihrer Eltern. Kinder oder Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund haben Sie an Ihrer Grundschule auch. Kinder, die zum Teil kaum Deutsch sprechen von zu Hause aus, weil die Eltern das gar nicht können. Wie schwer ist das, die in den Schulalltag zu integrieren? Also wir haben über 80% Kinder, die aus Familien mit Migrationshintergrund kommen. Und das sind bei uns über 40 Nationen. Das heißt, wir können gar nicht sagen, wir haben türkischsprachige, arabischsprachige oder polnische Kinder haben wir auch ganz viele in der Mehrheit, sondern wir haben wirklich die Herausforderung, dass es in einer Klasse ganz, ganz wenig deutsche Kinder sind und ganz, ganz großes Sprachgewirr. Und die Kinder, die zu uns kommen, da ist es eben ganz häufig so, dass nur in der Schule wirklich sie Deutsch sprechen, mit der deutschen Sprache in Berührung kommen und das zu Hause keine Rolle spielt. Man kann den Eltern gar keinen Vorwurf machen, denn die können auch kein Deutsch. Ne? Ja, also umso schwerer ist ja auch die Hürde, dann zu Hause Deutsch zu sprechen. Ja. Das ist schon wirklich die Hürde und das ist auch so, worunter wir in der Schule oder womit wir wirklich täglich zu kämpfen haben. Wir hatten ja vorhin das Thema, es ist so, dass für viele dieser Eltern, die bei uns sind, gar keine Sprachkurse angeboten werden. Also die können nicht zur Volkshochschule am Vormittag, werden zu wenig, viel, viel zu wenig Sprachkurse angeboten. Das heißt, die haben in aller Regel gar keine Chance, Deutsch zu lernen. Und wenn sie selber das nicht lernen, können sie es an ihre Kindern auch nicht vermitteln, ne? Ein anderes Thema an Schulen auch immer heftiger ist die Gewaltschwelle. Erleben Sie auch, dass die Gewaltschwelle auch bei Kindern in der Grundschule zwischen 6 und 10, 11, 12 Jahren, je nachdem wie lange sie bleiben, dass die auch sinkt? Also ich glaube, dass dafür Sprache auch eine Ursache ist oder das mangelnde Kommunizieren untereinander. Wenn Kinder nicht die gleiche Sprache haben, wenn wir beide uns streiten würden, wir würden uns mit Worten streiten. Ich schlage ihnen ja keinen auf die Nase, weil ich kann ihnen sagen, was mir an ihnen nicht gefällt. Und bei Kindern, die also relativ wenig Deutsch sprechen, das betrifft die Eltern allerdings auch, da gerät man in Konflikten dann natürlich ganz schnell an die Grenzen, was die Wortwahl betrifft und dann regiert was anderes. Dann regiert die Frost. Zum Beispiel. Ja. Und dann wiederum muss der Lehrer einschreiten, nicht nur schlichten, sondern dann auch natürlich den Wert vermitteln, dass man genau das nicht macht. Genau. Auch hier gibt es dann wieder die Sprachbarriere. Ganz Sie sind genau. Pädagogin, Ihre Kollegen sind Pädagoginnen und Pädagogen. Sie sind aber noch viel mehr. Was gehört noch alles zum Job des Grundschullehrers? Also so ein Grundschullehrer heute, der muss im Prinzip alles sein. Von Animateur über Clown, über ärztlicher Ratgeber, über Erzieher, Pädagoge. Der muss auch so ein bisschen Techniker sein, weil wir haben auch ganz viel mit Technik natürlich in der Schule zu tun. Der muss ein kleines Stück ein IT-Fachmann sein. Zeugnisse müssen heute mit dem Computer geschrieben werden. Der muss sich in der digitalen Welt gut auskennen. Der muss beraten können für Eltern. Der muss Erziehungsberater sein können. Der muss ganz oft Vermittler sein können. Er muss manchmal Dolmetscher sein. Ich habe auch viele Kollegen, die selber Migrationshintergrund haben, die müssen dann diese Dolmetscherfunktion übernehmen für andere Kollegen. Also es ist ungeheuer viel, was da heute wir als Herausforderung vor einigen Wochen erst über das Thema Mobbing auch hier berichtet. Es gab den Fall in der Hauptstadt in Berlin einer Elfjährigen, die sich das Leben genommen hat. Ich selber habe mich da auch einer Kampagne angeschlossen gegen Mobbing unter Schülerinnen und Schülern. Das ist ein großes Thema scheinbar geworden. Bei Ihnen auch? Also dieser genaue Fall, der ist mir zwar von
aus der Presse bekannt, aber ich kenne die genauen Hintergründe nicht. Und da ist immer ganz schwer, da wirklich ein Urteil drüber abzugeben. Haben Sie Mobbing in Ihrer Schule? Das gibt es sicherlich auch. Aber auch da, wir waren bei den Eltern, ist es so, ganz oft erleben wir, dass Mobbing stattfindet, gar nicht innerhalb der Schule, sondern es findet statt über soziale Medien. Bei uns in der Schule ist das Handy verboten, aber bei uns sind sie von 8 bis 16 Uhr. Und danach und davor sind sie in der Obhut der Eltern. Und da ist es eben ganz wichtig, dass Eltern auch sagen, in der Nacht zum Beispiel hat das Handy nichts im Kinderzimmer zu suchen. Weil ich habe Eltern bei mir im Büro, die erwarten von mir, dass ich Schüler bestrafe, weil ihre Kinder über Nacht eine beleidigende WhatsApp-Nachricht bekommen haben. Und wenn ich sie dann frage, ja, wissen Sie denn nicht, dass Ihr Handy auch einen Ausknopf hat oder dass Sie das nehmen können, dann sind die immer ganz erstaunt. Vielen Dank, Frau Jenicke, dass Sie heute Morgen unser Gast sind. Sie können weiter gerne diskutieren auf unserer Seite, auf unserer Facebook-Seite. Und es bleibt ein großes Thema. Ich bin dankbar, dass wir immer wieder auch darüber berichten können. Vielen Dank.